Das Spiel möchte immer mehr Wasserkühlungsgeschichten haben. Mal gucken, ob wir auch die nächste hinbekommen. Am nächsten Tag im PC Building Simulator 2 und damit herzlich willkommen. Nächster Tag, neues Glück, 16. November. Und die 800 Dollar Miete habe ich gerade im Augenwinkel gesehen. Die können wir ja gerade so bezahlen. So, erstmal alles ins Lager und dann machen wir natürlich erstmal unsere Bestellungen. Unsere komische Wasserkühlung, die machen wir als allererstes. So, machen wir es am besten. Und gehen dazu zum PC. Der Dr. Rost. Oh, das ist ja auch ein schönes Design. Hauptplatine entfernen. Okay, entferne nun die Hauptplatine aus dem PC des Kunden, der bereit für Wasserkühlung ist. Uff. Entferne GPU, CPU-Kühler, CPU, RAM und Kabel und deinstalliere die Hauptplatine. Natürlich. Jetzt bin ich gespannt, wie das funktioniert. Ich weiß halt nicht, also ich persönlich habe irgendwie noch so ein kleines Problem mit Wasserkühlung. Ist für mich irgendwie noch nicht sinnvoll, weißt du? Deswegen bin ich da so ein bisschen, weiß nicht, ob ich es im PC-Building-Simulator mache. Wenn ich dann irgendwann alleine arbeiten muss. Wechsel der Werkbank. Um die Hauptplatine mit einer Wasserkühlung zu versehen, musst du den Werkbanktyp ändern. Na klar. Tschüss. Hauptplatine. Die wollen wir haben. Für diesen Auftrag müssen wir die CPU und das VRM Spannungsreglermodul mit Wasser kühlen. Linksklick auf die Schaltfläche, um fortzufahren. Spannungsreglermodul. Ach du heilige Strösig. VRM-Abdeckung entfernen. Neue CPU auf Hauptplatine installieren. Wärmeleitpaste auftragen. CPU wählen, um Wasserblock auszuwählen. Oh Gott. Hauptplatine auswählen, die ins Inventar gelegt wird. Ja, das war's schon, oder was? Die Hauptplatine ist fertig, wurde im Inventar gespeichert. Teile entfernen. Jetzt muss das auf einmal auch raus. Die Frontblende muss auch weg. Jetzt kommt die Platine rein. Pumpenspeicher. Ach so, ja, ja, klar. Wir haben ja dadurch auch was Neues, ne? Kühlmittel. Das finde ich immer so mega. Gut gemacht. Der PC des Kunden hat jetzt einen schönen neuen Wasserkühlkreis, auf der die Hauptplatine, den Pumpenspeicherbehälter und den Radiator umfasst.
Schließe den Zusammenbau des PCs ab und sende ihn an den Kunden zurück. Vergiss nicht, die Frontblende, den Arbeitsspeicher, die GPU und alle anderen Teile neu zu installieren und zu verkabeln. Prüfe abschließend, ob das Betriebssystem bootet und stelle den PC danach zurück in den Lieferbereich. Ich wollte nämlich gerade sagen, ist aber noch nicht fertig. Also, einmal die Grafikkarte. Dann die Speicher. Was fehlt noch? Guck, schon fängt die Überforderung an. Was habe ich noch auseinandergebaut? Gar nichts mehr, oder? Okay. Oh, ich mag Wasserkühlung nicht. Ich mag Wasserkühlung nicht. Vor allem, ich habe keine Ahnung, was hier steht. Also wenn derjenige nicht weiß, was er will, und dann am Ende ein All-in-One-Wasserblock. Geh auf den Orme. Weg mit dir. Also sowas, glaube ich, mach ich nicht dauernd. Ja, das ist schon mal klar. So, 5 Sterne, $400 Gewinn. Sehr schön. So, jetzt haben wir den nächsten. Und das wird ein bisschen lustig werden, denn hier müssen wir nämlich gucken. Oh, Entschuldigung. Deckel nochmal zumachen. Hier brauchen wir erstmal ein Programm, was installiert werden muss. Das Cinebench. Da müssen wir dann erstmal ein Test durchführen. Da. Das müssen wir installieren. So, CPU, ne? So, und der will einen Multicore-Score von 5906. Und jetzt müssen wir mal gucken, was da am Ende bei rauskommt. Gute Frage, ne? Was will er haben? 5906. Du bleibst ja da, ne? 4000. Hier. Brauchen wir auch noch. So, Bauteile. Wir haben ach nee, das brauchen wir ja gar nicht, ne? Was braucht derjenige? Der will 5900.
Also geht ja nur das da oben. AMD Ryzen 9 12 Core. Ach du Scheiße. Keine Ahnung, was ich machen muss. Wenn das jetzt weniger, wenn das jetzt mehr kostet, was mache ich dann? Ist da auch AMD drin? Ich bin überfordert. Oh, warte. Ja, AMD Ryzen 7. Ryzen 7. Achso, da steht's ja auch. Und jetzt soll ich den 9er kaufen? Ich habe keine Ahnung, ob das möglich ist. Ich werde es gleich sehen. Preis absteigend. AMD Ryzen. Ein 12-Core brauche ich. Ja, die Preise sind geil. Und wie soll das funktionieren, wenn ich einen 12-Core brauche? Und ein 12-Core kostet natürlich mehr wie $500. So viel Budget hat derjenige nicht. Was mache ich dagegen? Dass ich auf alle Fälle über die i7 komme. Oder wie, oder was? Oder... i7. Okay, warte mal. Preis aufsteigend. So. i5. i7. i7. Was ist denn mit dem AMD Ryzen 7? Ach, die 1800X hat er ja, ne? Ach du Scheiße. 1800X. 1800X. Ach da. AMD 7800X. Da. Wie soll denn das möglich sein? Und dann kommt hier unten schon der Nee, das ist noch ein 8-Core. Ja, das war's. 440. Dann muss ich das da kaufen. Mehr geht nicht. Aber jetzt haben wir doch auch ein 8-Core. 7700X. Ist der dabei? Nee. Identisches System. Ich habe keine Ahnung. Oder vielleicht brauche ich doch diese Bauteilleistung. Also, jetzt sind wir ja hier. Jetzt sind wir hier. Und ich könnte kaufen. Aber das sind halt die... Ja. Das sind halt auch andere Werte, ne? Welches möchte ich kaufen? 7700X.
7700x. 7700x. Hier. Ah, das ist aber auch nicht schlecht, ne? Also, ich probiere es mal aus. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, was ich da mache. Der will nicht mehr wie 500 ausgeben. Und dann sind wir bei 440. Also, ich habe keine andere Möglichkeit. Hoffen wir mal darauf. Diese Komponente ist möglich, nicht mit anderen Teilen dieser Auftragskompatibel. Hä, warum? Weil ich einen anderen Sockel brauche. Kann das sein? Oh no. AM5. Wo bin ich jetzt? AM4. Fuck. Ich brauche für 60. Ja, mach mal. Ich brauche für $60. AM5. Kann ich das einfach so eingeben? Ja. Wieso gibt es denn nur zwei? Oh Gott, scheiße. Okay, dann müssen wir was anderes ausprobieren. Preis aufsteigend. Dann müssen wir den hier nehmen. 3800x. Der hat noch den anderen Sockel. Ja. Müssen wir den nehmen. Und drauf hoffen. Hier ist der nicht dabei, ne? Okay. Nee, dann müssen wir es anders machen. Okay. Dann nehme ich den. Bestätigen. So, du musst raus da. Okay. Ja. Dann gucken wir am nächsten Tag. Okay. So. Uff. Dann haben wir das schon mal gemacht. Dann gehen wir mal nach vorne. Und wir haben wieder zwei PCs verkauft. Shop Sales. Oh, sogar wieder hier. Höchster Gewinn erzielt. Warum? Mr. Bombastic. Ah ja, der ist halt auch geil gewesen, ne? Ach, das heißt es die ganze Zeit. Aha. Hm. Komisch. Habe ich da irgendwie Einfluss drauf? Anscheinend nicht, ne? Naja, kassieren. Verkäufer des Monats! So sieht es nämlich aus. Wieso? Wir sind immer noch Level 11. Musste ich mir gerade aufschreiben. Weil ich es gut finde. So heißt jetzt die Folge. Verkäufer des Monats. So, und Sunny wurde auch verkauft für 203% Gewinn. Na, wenigstens das. Sule, dann gehen wir mal in unser Lager. Und verkaufen mal Dinge. Den Billo-PC hier. Nee, den nehme ich noch nicht. Wir nehmen erstmal den da.
Ja, der sieht mega aus. Den nehmen wir, ne? So, guck mal hier. 150 durch Übertaktung. Sehr schön. So, dich nenne ich Red Skeleton. Wird das so geschrieben? Ach, egal. Oh. Entschuldigung. So wollte ich. So, alles klar. Und der nächste. Ja. Mal gucken, was das für einer ist. Oh ja, das ist der schöne hier. Was mache ich denn da mit dir? Mr. Grey. Bei mir sind es alle männlich, gell? Ich weiß es doch auch nicht. So, alles klar. Dann ist das auch wieder hier alles voll. Dann kümmern wir uns um das, was hier noch liegt. Oh, ich freue mich echt schon hier auf neue Designs und Hintergründe, ne? So, ach genau, das war das. Hier müssen wir die komplette Geschichte auseinanderbauen, denn die Platine ist defekt. Verkäufe des Monats, so sehe ich mich aber auch. Mit fast 60.000. So. Paste wieder auftragen. Ganzen Speicherdingsbumse. Prozessorkühlung. Grafikkarte. So, jetzt machen wir noch schöne Kabel. Weiß. Ach ja. Sieht eher grau aus wieder, gell? So far away. So, und los geht's. Rahmenübertaktung. Das können wir machen. D-Mark. Thank you.
Beleuchtung. GPU-Tuner. Und OCCT. Wenn ich mir überlege, ich wollte sogar in die PCs noch eine HDD einbauen. Was ein Schwachsinn eigentlich, ne? Das, der PC-Building-Simulator dankt einem halt nicht, wenn man es so macht, wie man es sollte, irgendwie. Naja, okay. Dann tunen wir noch die GPU. Da gehen wir mal auf 1350 und 1700. Sehr schön. Wie viel haben wir dann drin? 650 Watt, alles klar. Dann würde ich da noch ein bisschen mehr Gas geben. Da geht doch noch mal was hier. Ja. Das ist wunderschön. Und 3D-Mark-Schutz. Und jetzt bist du dran, mein Schatz. Was hast du denn? Die PSU ist defekt. Und verkaufen und einsetzen. Und jetzt kommen noch schöne Kabel. Machen wir rot. Ach stimmt, da ist ja der Deckel. Der ist wunderschön. Haben wir es ja schon getan hier. Und auch hier. Ach, das geht ja jetzt richtig ratzifatzi, würde ich sagen, oder? CPU-Übertaktung. Da geht nix. Mach ich mal so. D-Mark. Beleuchtung. GPU. Und OCCT. Sieht gut aus. Das sieht gut aus. Zweifarbig. Oh, das sieht gut aus. Das gefällt mir.
Soll ich da nochmal runtergehen? Okay. Also das wird ja wohl klappen. Irgendwas ist dann mit dem RAM. Kann ich wahrscheinlich den RAM nicht übertakten oder was? Oh, da kenne ich mich so wenig aus. Probieren wir es mal aus. Dann mal lassen wir halt RAM weg. Das sind $50. Darauf kommt es jetzt auch nicht mehr bei uns an, ne? Ja, das scheint nicht geklappt zu haben. Okay, dann tun wir wenigstens noch die GPU. Ja, das ist doch wunderschön. Und 3D-Mark-Schuss. Der ist fertig mit 4300. Den verschönern wir noch. Oder überall, ne? Aber wir lassen es erstmal so. So. Das läuft durch. Das ist wunderschön. Dann können wir ja schon mal in unsere E-Mails gucken. Das ist der Dr. Rost. Den habe ich abgeschlossen, oder? Ja. GPU übertakten auf mindestens 1770. Oh, das kriege ich immer hin. Dafür muss ich aber, glaube ich, in die E-Mails gehen. Jetzt will er mir nämlich ja gleich erzählen, was ich machen muss wahrscheinlich. Melon Rusk at iSpace. Können Sie meine GPU übertakten? Hi, Melon Rusk hier. Sie haben vielleicht von mir gehört. Ich bin eine Art Berühmtheit, an dem ich letztes Jahr beinahe geschafft hätte, eine Rakete aus dem örtlichen Friedhof abzuschießen. Ach ja, glauben Sie nicht alles, was Sie lesen. Die alte Dame war kaum verletzt und wer besucht denn bitte am Freitagabend ein Grab? Jedenfalls bereite ich meinen heiß ersehnten zweiten Versuch vor, aber ich brauche Ihre Hilfe, um den Start zu schaffen. Ich muss jedes bisschen Leistung aus meinem PC quetschen. Also hatte ich gehofft, Sie könnten meine GPU für mich übertakten. Sie muss optimaler Geschwindigkeit laufen. Ich probier's.
Ich habe keine Ahnung, ob es geht. Wir werden es sehen. So. Und dann schreibt noch der Raymond. Hi, ich habe den Anblick meines alten PCs langsam satt. Ich möchte meinen PC beleuchten. Ich glaube, Pili und Friends Aufkleber würden auf meinem PC gut aussehen. Geht das? Was halten Sie von dekorativen Kabeln? Erst neulich habe ich richtig tolle Kabel in Kunststoff lila gesehen. Kabel und Anpassungen. Ach, und eine RGB-Beleuchtung. Auch noch. Das habe ich noch gar nicht hier, ne? Beleuchtung, Scan, Wasserkühlung, Übertaktung, Anpassung, Bauen. Reparatur, Diagnose, Reinigen, Klonen, Upgrade, Software, Lüfter, CPU, SSD, GPU, 3D-Mark, App installen, neu. Benutzerdefinierten Tag hinzufügen. Beleuchtung. Beleuchtung. So. Annehmen. Und Kunststoff lila habe ich, ne? Das lösche ich mal. Neues Sortiment lösche ich auch mal. Kabel. Blau. Lila. Ja, lila habe ich. Kunststoff lila. Okay. Sula. Wow, 10.460. So, was mache ich denn aus dir Schönes? Ganzkörper. Finde ich gut. So. Dann kommt als allerletztes Ersatzteile und Reparaturen. Da haben wir doch einen Gewinn von 707. Oh, ist wieder so ein ekliger PC. Was ist da kaputt? Die 1080 Ti zweimal. 1080 Ti. Nvidia, ne? Ti Founders. Alter, ist die teuer. Das macht echt einen Gewinn. Naja, ich vertraue dem mal. Dann haben wir noch einen Gewinn von 471. Und da ist nur eine Team Group. 3000. Nighthawk 8 3000. Nighthawk Team Group Nighthawk 8 3000. In Black. White, Blue, White, Red, Blue, White, Black. In Black. 8 3000. Das müsste die sein. Nighthawk RGB Black 8 3000. Nighthawk RGB Black 8 3000. Schuss. Oh, und was haben wir hier noch? FSP Hydro G750.
Das kriege ich mir auch hin. FSP Hydro G750. Alles klar. Kaufen und raus da. Und kaufen. Okay, dann haben wir alles, glaube ich, ne? Dann hätten wir das alles wieder. Document Wallet. Ja, dann haben wir es. Das sind die drei PCs, die wir jetzt hier gerade gekauft haben, sind schon da. Alles klar, Herr Kommissar. Ich würde sagen, wir kommen jetzt langsam besser in die Routine rein, würde ich sagen, oder? Passt sich das Wetter auch an, weil die Blätter gerade runterfallen? Nee, ja. November? Haben wir ja in-game? Sag bloß, es schneit auch im Dezember. Das wäre natürlich cool. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge und lasst uns einfach mal überraschen, was als nächstes passiert. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis dann.